oder eure Hasssänger? Justin Bieber. Justin Bieber. Ja. Oder Schlager. Ja, das ist Schlager, keine Ahnung. Heino oder so. Helene Fischer? Aber die hat eigentlich eine ganz gute Stimme. Sie hat eine gute Stimme, aber ihre Lieder. Ja, die sollte besser anders Zeug singen, weil Helene Fischer hat so eine geile Stimme. Die könnte so geil singen, aber die macht nur Schlager. Das finde ich so schade. Okay, was ist eure Lieblingsband? Nightwish. 30 Seconds to Mars. Yay! Lieblingsband? Also, ich habe da Bänder mehrere. Sag eine. Dann, die mir gleich einfällt, ist Rammstein. Yay! Und das ist die erste. Na klar. Wo würdet ihr lieber sterben? Weltall oder Meer? Also ich meine, jetzt im Weltall ersticken oder Meer ertrinken. Das ist beides irgendwie gleich scheiße. Aber wenn, dann würde ich gerne im Meer. Ja, schon. Ich brauche nicht. Dann kann ich bei den Haien schlafen. Yeah. Ja, und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt der im Gesicht. So. Könnt ihr mir was vorsingen? Haben wir doch schon! Du willst meine Stimme nicht singen hören. Dann wir haben doch schon Hakuna Matata gesungen. Ja. Wir haben doch schon was gesungen. Wer meine Stimme hört, ist danach taub. Dann sind wir eh alle taub. Also, wir haben schon gesungen. Wenn ich singe. Ja, sollen wir noch was singen? Was sollen wir denn singen? Was denn? Keine Ahnung, was sollen wir singen? Alle meine Händchen. Ich gestorben. Machen wir Disney-Song, ne? Okay, kann ich sein. Keine Ahnung, singen wir auch mal Hakuna Matata, den kennt ihr. Okay, das haben wir schon gesungen, wir brauchen sie nochmal singen. Ja. Wir haben schon gesungen, ja? Ich nicht. Du musst jetzt das Solo singen. Okay, bring mich mal rein, bring mich, komm mit. Komm, singen wir alle zusammen. Okay. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Das ist keine Frage. Vorlesen. Okay. Mein Rücken tut weh, was soll ich tun? Draufhauen. Komm her, ich massier dich. Ich hab Wunderfinger. Du musst mich massieren. Ja, ich muss ihn noch. Hattet ihr mal einen imaginären Freund? Wenn ja, wer war es? Severus. Bei mir... Ich hatte keinen imaginären Freund. Doch, bei mir war es immer ein kleiner Drache. Severus. Nach dem Vorbild von... Ich meine einen Drachen. Ja. Was fresst ihr am liebsten? Freskos. Reis. Was fresse ich denn am liebsten? Ich fresse sehr viel Chips in mich rein. Reis macht das sogar mehr. Und Pizza. Pizza ist geil. Ich mag Pizza. Reis oder? Und Lasagne. Lasagne finde ich auch. Dafür könnt ihr sterben. Okay. Ja. Töten meine ich. Was ist euer liebster Disney-Charakter und warum? Johnny Depp. Johnny Depp. Jack Sparrow. So. Yay, das war gut. Jack Sparrow. Ich bleib bei Simba. Mir fällt sonst niemand ein. Oder Tonto. Ja, das ist auch Johnny Depp. Ich muss mal überlegen. Eigentlich Elsa aus Frozen. Weil sie ist cool und sie singt Let It Go und ich mag sie einfach. Sie ist cool. Würdet ihr euch eher anpissen oder ankacken lassen? Ist das dein Ernst? Eigentlich ist beides scheiße. Ja, eben. Ja. Wer deckt sich sowas aus? Tanja. Lass ich mir halt ans Bein pissen, okay? Ja, anpissen dann. Ja. Euer letztes Buch, was ihr gelesen habt, wird eure Heimat. Wo würdet ihr sein und wie seid ihr gearscht? Zählen Mangas als Bücher? Ich mal schon. Okay, dann bin ich bei Holly. Juhu! Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war eins von Game of Thrones. Also wäre ich jetzt in Westeros. Dann bist du gearscht. Oh ja. Ich wäre in Westeros. Das letzte, was ich gelesen habe, war Der Wolf von John Katzenbach und sofern ich... Ich glaube, ich bin eigentlich in dem Buch relativ unwichtig, weil ich habe keine roten Haare und deswegen wäre ich eigentlich wahrscheinlich nur ein normaler Mensch und es wird sich nichts für mich verändern. Aber ich wäre schon sehr gearscht, wenn Westeros. Ich hab's gut, vielleicht könnte ich ja Alchemie. Yeah. Und bei Reu sein. Himmel oder Hölle?
Es kommt drauf an, was wo ist. Keine Ahnung. Was gibt's denn im Himmel, was gibt's in der Hölle? Soweit ich nicht weiß, wie der aussieht, ist es mir scheißegal. Naja, nach der Definition Himmel gleich Paradies. Dann Hölle gleich Hölle. Höllenfeuer, also ja. Qualen. Ich würde den Himmel nehmen, weil Paradies ist immer besser. Ja, dann noch eher. Schon. Vielleicht sind da ganz viele Snaps. Nein. Ich weiß, das Paradies, also Himmel, ist Hogwarts. Ja. Bei mir wäre es so, ich kann in alles rein. Hollywood oder Bollywood? Hollywood. Bollywood ist scheiße. Ja. Ja, genau. Stephen King oder Wolfgang Holbein? Stephen King. Ja, Stephen King. Ich kenne so gut beide nicht, aber Ich kenne beide. Ich finde Wolfgang Holbein auch echt geil, aber Stephen King ist einfach nur mein absoluter Lieblingsautor. Ich habe nur von Stephen King Bücher daheim. Im Keller. Ich glaube, Wolfgang Holbein wird dir sogar vielleicht besser gefallen als Stephen King. Weil, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Verdursten oder verhungern? Ich hole mir einfach was zu essen und zu trinken. Ich bin schon wieder aus dem Bild. Ja. Ihr müsst euch von einem Sinn trennen. Wer ja sowieso riechen, braucht kein Mensch. Ja. Riechen. Ja, riechen braucht man echt nicht. Ja, riechen ist voll sinnlos. Kadi riecht auch nicht. Und? Was macht sie aus? Nix. Die riecht nicht mal irgendwie, wenn irgendwas stinkt. Das ist doch eigentlich ein Vorteil sogar noch. Na, manchmal nicht. Wenn zum Beispiel fauliger Gasgeruch ist. Ja, okay, das ist was anderes. Aber sonst normalerweise braucht man riechen eigentlich nicht wirklich. Nee. Man kann halt nicht mehr sagen, das riecht gut, aber riechen ist das Einzige, was ich eintauschen würde, ehrlich. Ja oder nein? Ja oder nein, mal sehen, ob ihr es checkt. Also ich glaube, ich check's nicht. Ich auch nicht. Also ich kapier's nicht. 69! Die Frage ist die Nummer 69! So. Ja, jetzt erst im Nachhinein. Ja, man muss auf die Zahl gucken, stimmt. Das kommt drauf an. In Fanfiction schreiben? Ja. Selber machen? Nein. Wie findet ihr meine Fragen bis jetzt? Keine Antwort. Die sind sehr durchgeknallt teilweise. Frag Remi. So, fertig. Er hat geantwortet. Ihr könnt in einem Fandom eurer Wahl leben. Welches wäre es und warum? Hogwarts! Ich würde in Hogwarts so lange Snape und Lupin in den Raum einsperren, bis sie vögeln. Also ich würde den Crossover benutzen. Ich habe so extrem viele Fans. Ja, schau mal, zum Beispiel Italia. Wie kannst du ein Italia-Fandom leben? Das ist ja eigentlich die Welt. Ja, aber trotzdem mit den Ländern als menschliche Wesen, verstehst du? Also ich würde den Crossover zwischen Fullmetal Alchemist und Titania benutzen. Ich bleibe bei Hogwarts. Und zwar würde ich dann wirklich Lupin und Snape einsperren, bis sie sich lieb haben. Ich würde mir Voice Gun und auf der anderen Seite. Du bist da aus dem Arsch in Game of Thrones. Ja, nee, wenn ich irgendwie ein echt cooler, notwendiger Charakter bin, der nicht getötet werden darf, so wie Tyrion, dann wäre ich nicht gearscht. Ja, aber sonst wärst du gearscht. Dann bin ich halt Khaleesi, das ist cool. Dann yeah. Bin ich nicht gearscht. Okay. Was ist für euch das Widerlichste auf der Welt? Widerlich. Was ist Mathe. Mathe ist widerlich, ja, das ist es. Also, was ist das Widerlichste auf der Welt? Mobberei. Mobberei ist auch widerlich. Aber vielleicht meinst du ja nicht irgendwie was. Ach so. Sondern vielleicht was, was man anfassen kann. Spinnen? Ja, ich bin Scheiße. Scheiße ist widerlich, ja. Ja, das ist eklig. Aber das kann man auch in der Reihen, Därme. Ja, das ist auch eklig, aber das siehst du ja normalerweise nicht. Verrottete Kadaver im Straßengraben. Tag oder Nacht? Tag und Nacht, die Frage habe ich Chris gestellt. Hallo, Nacht. Nacht? Ganz klar Nacht. Ganz klar Nacht, zu 900%. Nacht. Ich weiß nicht, ich finde Nacht definitiv ja doch auch cool, aber Tag ist auch nicht schlecht. Beides.